Ich wurde auch schon freundlicher eingeladen. Ich bin Cassandra Pendergast, Sucherin der Kirche. Und nach was genau sucht ihr? Dem Champion. Welchem? Ihr wisst genau, warum ich hier bin. Es wird Zeit, dass ihr anfangt zu reden, Zwerg. Angeblich sollt ihr ziemlich gut darin sein. Was wollt ihr wissen, hä? Alles. Und zwar von Anfang an. Oder später müssen wir kämpfen. Dann kann es auch hier sein. Mach dich bereit. Wir haben Gesellschaft! Wir können nicht ewig so weitermachen. Wir werden es schaffen. Gemeinsam. Da kommen Sie. Soll ich mich um Sie kümmern? Sie gehören dir, Schwester. Probleme machen!
Unsinn, so hat es sich nicht ereignet. Entspricht das nicht etwa dem, was ihr gehört habt, Sucherin? Ich interessiere mich nicht für Legenden, ich suche die Wahrheit. Wieso denkt ihr, ich kenne die Wahrheit? Lügt mich nicht an, ihr kanntet ihn schon bevor er zum Champion wurde. Selbst wenn, weiß ich dennoch nicht, wo er jetzt ist. Das habe ich euch gesagt. Wisst ihr überhaupt, was hier auf dem Spiel steht? Lasst mich raten. Eure kostbare Kirche liegt in Trümmern und hat die Welt an den Rand eines Krieges gebracht. Und ihr braucht die einzige Person, die das wieder in Ordnung bringen kann. Der Champion stand im Zentrum, als es begann. Wo er auch sein mag, erzählt mir bitte alles, was ihr wisst. Habt ihr keine Angst, ich könnte einfach etwas erfinden. Macht ihr das? Ja. Lasst mich euch erzählen, was in Wahrheit geschehen ist. Verderbnis kam über Ferelden. Dunkle Brut strömte aus der Wildnis und prallte bei den Ruinen Ostergars auf die Armee. Die Schlacht war verheerend. Von seinen engsten Vertrauten verraten, fiel König Kaelin gemeinsam mit seinen Männern. Ungehindert marschierte die Horde dem Dorf Lothering entgegen. Das Dorf brannte und viele Unschuldige fanden den Tod. Die Familie des Champions konnte gerade noch fliehen. Ich glaube, das waren alle. Zumindest vorerst. Beim Erbauer, wir haben alles verloren. Alles, was euer Vater und ich aufgebaut haben. Zumindest sind wir noch am Leben. Das ist doch auch schon mal was. Ja, du hast recht. Wir hätten früher fliehen sollen. Warum haben wir so lange gewartet? Was siehst du uns an? Wir sind schon seit Ostergar auf der Flucht. Mir mal genau zu. Die dunkle Brut kann jeden Moment hier sein. Bitte, hört auf euren Bruder. Dann lasst uns gehen, übernimm die Führung. Noch mehr von denen! Moment. Wo gehen wir hin? Weg von der dunklen Brut, wohin sonst? Und anschließend? Wir können nicht einfach ziellos herumwandern. Wo auch immer wir hingehen, das Wichtigste ist, dass wir zusammenbleiben. Wir könnten nach Kirkwall gehen. Kirkwall? Hältst du das wirklich für klug? Kirkwall ist voller Templer, Mutter. Das weiß ich, aber wir haben dort noch immer Familie. Und ein Anwesen. Dann müssen wir nach Gwerin und uns dort ein Schiff suchen. Falls wir so lange überleben. Ich wäre schon glücklich, wenn wir einfach hier rauskämen. Da kommt die nächste Welle! Ha!
Ihr bekommt ihn nicht! Sie bekommen dich nicht! Nicht, solange ich lebe. Beweg dich nicht, Wesley. Du machst es nur noch schlimmer. Keinen Schritt weiter, Abtrünniger. Ach, der Erbauer hat einen seltsamen Sinn für Humor. Erst die dunkle Brut und jetzt auch noch ein Templer. Ich dachte, sie seien alle aus Lothering abgezogen. Die Absichten der dunklen Brut sind klar. Doch ein Magier ist undurchschaubar. Der Orden verlangt... Wesley. Diese Frau ist eine Abtrünnige. Der Orden verlangt... Sie haben uns gerettet, Liebster. Der Erbauer wird es verstehen. Ja, natürlich. Ich bin Evelyn Vallon. Das ist mein Ehemann, Sir Wesley. Und wenn wir vor der Horde sicher sind, können wir uns immer noch hassen. Wie schlimm ist die Verletzung? Meinen Schwertarm kann ich wohl vergessen, selbst wenn ich geheilt werde. Dann bekommst du eben meinen. So wie immer. Für den Moment folgen wir euch. Der Norden ist abgeschnitten. Wir sind dem Hauptteil der Horde nur knapp entkommen. Dann sitzen wir in der Falle. Im Süden ist die Wildnis. Diesen Weg können wir nicht nehmen. Es gibt nur eine Möglichkeit, der dunklen Brut zu entkommen. Wir gehen nach Süden.